So, ich wollte mal sagen, wenn es einigen so auffällt, nicht, dass ich vielleicht öfters jetzt einen Krückstock trage. Das liegt daran, dass ich ja vor, oh, wann war das? 1983. Da habe ich einen Motorradunfall gehabt. Werde ich euch mal zeigen. Ich werde dafür mal ein Video klar machen. Könnt ihr euch dann auf einer VHS-Kassette, wie heißen die Dinger, VHS-Kassette ausleihen, irgendwo in der Videothek. Und ja, da hatte ich einen Motorradunfall und nun stehe ich vor einer Knieprothese. Und dann haben die gesagt, ich soll zwar immer darauf Acht geben, ich muss jetzt immer hier alle halbe Jahr zur Untersuchung, aber besser ist es, wenn ich einen Krückstock trage, damit ich dann mein Knie ein bisschen besser entlaste. Deswegen also werdet ihr mich öfters mal mit Krückstock sehen. Und das ist der Hintergrund. Ich muss mal sehen, ob ich in meinem Archiv, ich habe noch zu Hause alte Bilder und auch, wie heißt das, Zeitungsausschnitte, gibt es das heute noch, weiß ich gar nicht. Zeitungsausschnitte von meinem Unfall. Da war ich noch ein bisschen jünger, ne? Und da zeigt es mich dann, wo ich denn da lieg mit meiner. Da habe ich eine Enduro gehabt. Eine Enduro. Das sind solche, wie heißen die? Komme ich nicht drauf. Ja, Geländemaschine, genau. Geländemaschine. Und ja, wie gesagt, zeige ich euch da mal was von. Ne? Okay, also, ich würde mal sagen, ich mache mal weiter. Ich muss jetzt nämlich noch ein bisschen meine Arbeit hier verrichten. Ein bisschen Müll fahren muss ich fahren gehen. Tschüss hier erstmal. Ne? Ich melde mich. Wenn die Videokassette fertig ist, dann ja, melde ich mich. Ne? Könnt ihr in allen angesagten Videokassettenausleihstationen euch ausleihen. Ne? Gut, kostet auch nicht so viel. Also bis dann. Ciao hier erstmal. So, mal gucken jetzt hier. Also nur eine ganz schön befahrbare Straße, eine befahrene Straße hier. Ja, aber keiner wird auf mich aufmerksam. Da kann ich sonst was machen. Aber nicht mal der Rollerfahrer nimmt mich mit. So eine Scheiße, ey. Mein Gott, das ist ein ganz schöner Weg zur Mülldeponie. Aber was soll ich machen? Na gut, muss man ein bisschen aggressiver vorgehen. Oh, oh. Der hätte mich fast umgenagelt, alte Sau. Oh, oh. Dann wollen wir mal sehen, was passiert. Einfach mal geradeaus gehen. So. Und dann werde ich ja sehen, ob jemand anhält. Und dann. Hey, du, guck mal. Was ist los? Ja, ich möchte mitgenommen werden. Also. Fahren einfach weiter. Die meinen wohl, dass ich wohl Windeln trage. Dass ich mich dann. Wenn die denn auf, muss ich selber lachen. Dass ich mich dann mit den Windeln auf den Sitz raufsetze. Ich trage ja gar keine. Das würden die auch gleich riechen. Aber noch trage ich keine Windeln. Fährt an mir vorbei. Alles? Einfach so tun, als ob man nichts hört. Alter, man hört eben nicht viel. Jetzt gehe ich erstmal weiter. Ein bisschen Muffe habe ich schon, wenn nur ein dicker LKW hinter mir ist und der nicht bremsen kann richtig bei dem Wetter. Das könnte angehen, dass ich mir dann nochmal vielleicht
einen zweiten Krückstock zulegen müsste. Naja, gut, ich geh mal weiter. Mein Gott, ist ganz schön anstrengend am Knie. Es tut mir auch so ein bisschen weh, aber zum Glück trage ich ja meine Gehschiene. Ein schöner weiter Weg dahin. Kann ich nochmal mitnehmen. Aber ich gehe auch vielleicht ein bisschen blöde. Oh, da kommt LKW. Mal sehen, was der macht. Da gehe ich jetzt mal hier hin. Genau mittig. So. Ich glaube, mittig gehen ist besser. Dann können sie auf der einen Seite nicht so an mir. Nein, wir können an der anderen Seite vorbei, das stimmt. Ich höre ein Auto hinter mir. Passiert auch nichts. Oh doch, der hält vielleicht. Den kann ich mal fragen, ne? Alte Sau! Oh, gibt's doch wohl nicht. Boah, das ist ja wohl ein Ding. Was kann man denn nur zeigen eigentlich hier? Mann. Hallo? Hallo? Unmöglich. Alter Mann. Oh, jetzt kommt LKW. Nähert sich nur vorsichtshalber. Aber... nichts. Jetzt bin ich auch schon gleich da. Oh nee, das ist noch ein bisschen Weg. Ach du Scheiße. Ja Mensch. Das ist ja hier gar nicht so wahrnehmbar. Bin ich aber richtig? Weiß ich gar nicht. Muss ich mal die Karte nachgucken. Augenblick. Wo ist denn die Karte hier? Du bist der Taxifahrer, ne? Moin. Moin. Moin, ist ja noch da. Du, ich habe eine Frage. Wenn ich beim Hafen stehe, ja, und zwar da auf dem Parkplatz, bei der Garage und will dann zur Mülldeponie, was kostet das, du? 500 für dich. 500 und einen Schwerbehindertenausweis habe ich auch noch, du. Ist das irgendwie machbar? Ist das vergünstigt hier in der Stadt? Bitte? Bei mir gibt es dann ein Snickers gratis. Ein Snickers? Müsste ich dir dann immer vorzeigen, meinen Behindertenausweis, ne? Ja, ich notiere mir das. Ja. Gut, wollte ich nur mal schon mal so wissen, 500. Ich kann dich immer anrufen oder hast du nur andere Zeiten, irgendwie bestimmte Zeiten? Ja, ich sag dann, ob ich gerade Zeit habe, ne, wenn du anrufst. Ich kann dir meinen Kontakt geben. Ja, das mach mal bitte. Weil ich bin ja hier mit dem Stock und das tut mir so ein bisschen weh alles an der Zeit. Ja, und dann mit dem Motorrad, das ist Automatik, oder? Ich hab was mit dem Knie durch, die von der Knieprothese, aber schalten kann ich noch, Alter. Dann ist ja gut. Du hast mir den Kontakt gegeben, du? Ja. Mal gucken, da hab ich noch einen gesehen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mal ein Like hinterlasst und auch ein Follower werdet. Ich danke euch dafür. Mal sehen, wie es weitergeht in meinem Leben.